Guten Tag, Herr Skribbe. Die Eintracht zeigte in Köln sehr guten Fußball, war haushoch überlegen. Wie ist der unnötige Sieg der Kölner zu verstehen? Ja, wir haben leider es nicht geschafft, in Köln in der zweiten Halbzeit so sicher und ruhig und vor allen Dingen auch geordnet weiterzuspielen, wie wir das in der ersten Halbzeit gemacht haben. Und dann sind wir leider in zu viele Konter gelaufen. Einer davon hat natürlich auch schon früh zum 0-1 geführt. Und das konnten wir hinterher gegen kampfstarke Kölner nicht mehr ausgleichen. Am Samstag Heimspiel der Eintracht gegen Borussia Dortmund. In der letzten Saison war die Eintracht im Heimspiel ungeschlagen und siegte im Anschluss in Dortmund mit 3-2. Was hat Borussia Dortmund hier zu erwarten? Ja, es wird natürlich für uns ein ganz schwieriges Spiel, weil sehr viele Abwehrspieler ausfallen. Auch Marco Rus muss jetzt operiert werden am Kniegelenk. Er wird auch in den nächsten Monaten bei uns fehlen. Also da sind wir knüppeldick getroffen im Moment. Aber trotzdem werden wir versuchen, hier im letzten Heimspiel der Hinrunde unseren Fans nochmal ein richtig gutes Spiel zu liefern und natürlich auch Konkurrenzfähigkeit zu den starken Dortmundern zu zeigen. Vielen Dank, Herr Skribbe. Sehr gerne, bitte.